Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier von Terran Spotfieber. Wir befinden uns hier in Kühdorf und da wollten wir ja den Bahnhof ausbauen. Ja, wir wollten den glaube ich hier nach Weigenheim ausbauen. Soweit ich mich da entsinne. Und ja, ich überlege gerade, ne, das ist eigentlich ist es dumm, wenn wir da die gleiche Strecke verwenden. Oder wir fahren, wie viele Linien enden denn hier? Okay, sagen wir drei. Und drei Gleise haben wir. Okay, dann. Ja gut, wir müssen uns das halt irgendwie überlegen, weil wir haben ja hier auch noch eine. Was herrscht denn da? Ich glaube 60. Okay, das können wir dann aber noch überarbeiten hier. So, der Zug fährt gerade raus, den müssen wir auch noch rausschicken. Schön, wie flüssig das hier noch läuft. Ich hoffe, du bist kein Personenbahn. Nein, ist sehr schön. Was? Wo willst denn du jetzt hin? Ne, dreh mal um, bitte. Na gut, da kommt auch noch der Personenzug. Da kommt Triumpha raus. Oh, okay. Oh nein, was kommt da jetzt? Oh nein, 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 nein. Lol. Achso, Werkzeuge fahren da nach oben. Okay, gut. Ist größtenteils raus. Wo will der hin? Lebensmittel Alum. Fährt, glaube auch da oben hin. Sehr schön. So. Was ist das? Liefern die da ab, oder? Quatsch. Lebensmittel werden hier abgeliefert. Okay, aber da brauchen wir ja nicht so einen großen. Da reicht uns ja, wenn wir hier eine kleine Station hinbauen. So. Du fährst mir bitte nicht so, sondern du fährst hier wieder zurück. Ohne dass die Häuser da abgerissen werden. So. Ja. Zufährst du mir. Genau. Und dann können wir das hier mal abreißen. So, so, so. Ich reiß jetzt einfach mal bis hier ab. Perfekt. Weil wir müssen auch hier die ganzen Straßen dann neu ziehen. Leider. Aber auf jeden Fall nicht alles. Ne? Oh, ich möchte natürlich so viel wie es geht behalten. Abreißen hat uns das natürlich schon mal einiges an Geld gekostet. Oh. Okay. Wir müssen uns jetzt wieder hier irgendeinen Weg durch die Stadt suchen, aber von
diesem Gleis hier. Oder wir fangen an mit diesem hier und gehen erstmal hier rüber. Aber ohne, dass wir das Haus da bitte abreißen. Das geht nicht, oder? Und gut, die Stadt würde das sicherlich wieder hinbauen. Wir müssen das hier... Ich möchte es aber auch nicht so einfach überqueren. Dann hier hinten müssen wir schauen, was wir machen. Haben wir denn schon... Ne, wir haben da noch gar nichts. Hey. 1946 haben wir erst. Ach du Heilige. Okay, okay, okay. Ich würde mal fast schon sagen, wir gehen in etwa so raus. Okay, dichterhin komme ich nicht. Warum bockst du das so hart auf? Hm? Okay. Machen wir das mal gerade. Jetzt, und dann muss das hier wieder weg. Damit es einen schönen Bogen ergibt. Oh, dann muss das hier weg. Setzen wir das hier ein bisschen. Damit ich hier nicht so einen großen Hubbel drin habe. Sehr schön. Neu machen hier. Ist ja furchtbar. So, okay. Und jetzt wird's schwierig, weil wir müssen ja hier raus. Und dann da wieder rein. Ich hätte ja fast schon gesagt, wir machen das hier eingleisig durch die Stadt durch. Steigung zu groß, ja was denn auch sonst, liebes Spiel? Was denn auch sonst? Pass mal auf, wir machen das eingleisig. Eher schon so viel abgerissen. Dann machen wir das so. Gehen dann hier rein.
brauchen wir erstmal die Straße wieder. Oh, was soll das denn? So. Schön. Oh, haben wir nicht. Oh oh. Okay, wir müssen das Spiel laufen lassen. Das Dumme ist bloß, wo ist denn hier... Fährst du mir mal da in den Bahnhof ein? Ah, jetzt müssen wir aber gucken, dass die sie nicht blockieren. Oh, oh, oh. Halten wir die mal kurz an. So. Okay, jetzt hältst du an. Okay, okay. Und du fährst einfach geradeaus rein. Gut. So, Leitze. Ne, du nimmst auf. Okay, das ist dann egal. Moment, was hat noch keine Verbindung? Ja, ich weiß. Ja. So, was machst du? Das beobachten wir noch schnell. Ach, der hat noch? Ah, okay, der hat ja noch Verbindung, genau. Das heißt, der fährt hier ganz gemütlich. Genau. Sehr schön. Ah, du fährst parallel ein. Zack. Können wir dich auch anhalten? So, ich würde jetzt aber ganz gerne erstmal meine Schulden etwas loswerden. Damit wir dann nichts mehr zahlen müssen. Weil umso mehr Schulden wir haben, desto mehr müssen wir zahlen, wie wir hier sehen. Hier haben wir Plus gemacht, wir machen 7 Millionen Plus. Gut, wir haben jetzt eine Strecke weniger, das heißt, wir müssen jetzt 3,5 Millionen davon abziehen. Dann wären wir immer noch bei 4 Millionen Plus, was wir machen. Mal plötzlich 2 Millionen im Minus. Ja gut, ihr könnt ja könnt ihr im Grunde dann auch hier hinfahren. Nee, lassen wir. Das ist das Problem, der Monat ist gleich wieder vorbei und wird abgerechnet.
Das heißt, der drückt schon ordentlich rein. Oh, der macht jetzt auch deutlich mehr Minus, weil es die Leute wahrscheinlich nicht mehr nach Alum kommen. Schlecht. Komm, dann müssen wir. Dann müssen wir SEV einrichten. Oh, wie viel fährst du? 50? Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wir machen das erstmal wieder eingleisig hier. Und ohne zweite Straßenanbindung. No, was muss da rein? Wie lang seid ihr? 122 Meter. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen 80er Bahnhof rein platziere. Braucht ihr aber halt noch den Platz nach hinten. Wenn wir das jetzt so machen, habe ich kein Geld für. So. Bau nicht möglich, du mir ja. Was? Hä? Bin ich jetzt ganz bescheuert oder so? Und dann geben wir nämlich der Strecke hier das da als Bahnhof. Machen wir aus dem hier. Und dann kann der da nämlich schön fahren. Zack. Angehalten. Und jetzt bin ich gespannt, wer von den beiden jetzt grün bekommt. Und ich sag der Rechte. Ja. Yeah.
Dann machen wir ein bisschen schneller, weil ich möchte hier auf Abstand bringen. Fahren wir hier mal mit. Dann machen wir mal nur die Geschwindigkeit. Oder sind wir noch im Rauch von unserem Vorderzug? Das ist krass, wie lang das hält. Das war eine Umweltverschmutzung früher. Jetzt werden wir aber wahrscheinlich hier rot bekommen und werden... Boah, blockieren wir da die Weichen? Der fährt aber auch bis kurz vor knapp dahin. Oh, Moment. Zwei Signale. Einmal da. Einmal da. Und dann kann der wieder losfahren. Und dann war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, auch wenn wir nicht so viel geschafft haben. Aber wir haben gemerkt, wir müssen hier die Linie auf jeden Fall, ja, behalten. Weil dadurch geht der untere hier verloren und das ist halt alles ein bisschen kacke. Wir könnten aber auch mal hier dran arbeiten. Das ist ja brutal, wie viel Minus die machen. Aber das wird wahrscheinlich sein wegen der E-Lok. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dann geht es aber dann wirklich hier weiter mit dem Bau. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.